Ich finde heute Superheldenhäuser in Minecraft. Aber nur bei dem richtigen bekomme ich den großen Schatz. Seid ihr bereit herauszufinden, was das richtige Haus ist? Dann bleibt dabei. Oh mein Gott, Freunde, wir befinden uns jetzt auch schon vor dem Spider-Man-Haus. Beziehungsweise vor der Spider-Man-Höhle, wie man es eben nennen mag. Und ich bin mega gespannt darauf, was uns da jetzt erwarten wird. Wenn ihr denkt, wir finden das richtige Haus. Lasst jetzt ein Like da in 3, 2, 1... Jetzt, Dankeschön für euer Like, Freunde. Mit euch schaffe ich das. Und ich denke mal, zunächst mal holen wir hier die Spider-Man-Rüstung ab. Denn das ist wirklich das Spider-Man-Haus. So, okay. Mit der Spider-Man-Rüstung können wir einige Fähigkeiten machen. So, Freunde, jetzt sehen wir schon mal aus wie Spider-Man. Oh mein Gott, Freunde. Wie cool ist das? Was ist denn eigentlich euer Lieblings-Superheld? Schreibt es mir mal jetzt in die Kommentare. Ich finde Spider-Man schon sehr cool. Aber es kommen noch einige andere heute in der heutigen Folge. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Wir gehen rein in das Häuschen, das ist in die Falle, in die Höhle. Und wir machen erstmal die Augen auf, Freunde. Was erwartet? Was sind das denn für eklige Spinnies? Oh mein Gott, Freunde. Sollen wir gegen die mal kämpfen? So, mal gucken, ob wir gewinnen. Aua, aua. Freunde, wie OP sind die? Oh mein Gott, geh weg, geh weg. Okay, ich habe die erste besiegt und ich habe noch 2,5 Herzen nur verloren. Das heißt, die sind nicht so stark. So, okay, und die habe ich auch schon. Jetzt bin ich mal gespannt, was hat es denn mit diesem Haus aus sich? Warum sollte man hier denn so sterben können? Wir analysieren erstmal alles. Hier ist eine Pressure Plate. Okay, das heißt, da dürfen wir nicht drauflaufen. Hier überall alles nach Fallen abgucken, Freunde. Wichtig, wichtig. Und aua! Ich wurde getroffen. Was ist das? Das ist einfach eine Falle gewesen mit irgendwelchen Arrow of Hog Power. Aber das ist ein positiver Fall. Wir bekommen Schnelligkeit plus Gesundheit. Schaut es euch mal an. So. Okay. Das heißt, die Falle war nicht so ausgeklügelt. Es geht sogar noch. Aber ich würde sagen, Freunde, wir haben uns genug damit beschäftigt. Wir gehen erstmal weiter. Okay. Also, die Pfeile nehmen wir aber mal mit. Denn die sind gar nicht mal so verkehrt. Was ist das da unten? Oh mein Gott, irgendeine Spinne. Oh mein Gott. Was war hier? TNT? Was geht jetzt ab? Freunde, oh mein Gott, wartet mal. Wir müssen hier rüberkommen und hier ist es so dunkel da hinten. Ich brauche noch Fackeln. Ich muss eben Fackeln holen, Freunde, denn sonst sehen wir hier gar nichts. Okay, Freunde, ich habe nun Fackeln geholt. Jetzt können wir mal alles ein bisschen ausleuchten, denn sonst war es das komplett und wir sehen wirklich gar nichts hier. Okay, Freunde, also, hier war jetzt so eine Spinne. Wir gehen mal rüber. Oh mein Gott! Hier war einfach... Oh mein Gott, Freunde, das ist eine Falle auch wieder gewesen. Hier geht's runter bis zum Grundstein. Und hier waren auch noch Fallen. Hier war TNT, ne? Das hat zum Glück die Dings für uns ausgelöst. Und was haben wir hier denn? Ich glaube, Freunde, gegen die hier müssen wir kämpfen. Ich glaube, gegen die hier müssen wir kämpfen, Freunde. Und ich habe ziemliche Angst. Oh Gott, wie machen wir das denn? Und es sind ganz eklige Spinnen. Wie sollen wir denn gegen... Oh mein Gott, Freunde. Oh mein Gott. Ich muss aufpassen. Kurz einbauen, kurz einbauen, kurz einbauen. Nein, sie kommen. Nein, Freunde. Weg, 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 weg. Wie schnell OP sind die denn? Weg, lass mich in Ruhe. Nein, ich bin doch Spider-Man. Ich bin doch einer von euch. Nein, Freunde, mich hat's erwischt. Das war wohl das falsche Haus. Ich glaube, ne, wir müssen wohl das andere Haus abwarten, denn mit dem haben wir keine Chance und sind nämlich gestorben. Oh mein Gott, ich hoffe, das nächste Haus ist ein bisschen besser für uns. Okay, Freunde, das erste Haus war wie gesagt ein Flop. Und jetzt geht's zum nächsten Haus und zwar zum Iron Man Haus oder zumindest zum Iron Man Gebäude. Was weiß ich, was uns da jetzt gleich erwarten wird, Freunde. Und ja, da oben ist auch schon die Rüstung. Die werden wir uns auch gleich wieder sofort nehmen. So, Moment mal, Freunde. Oh mein Gott, wie cool sieht die wieder aus, Alter. Das ist ja mega cool. So, wir ziehen sie an und wir haben mit dieser Rüstung auch spezielle Fähigkeiten, Freunde. Das heißt, die ist nochmal richtig OP. Ich zeig's euch mal ganz kurz. Wir können damit fliegen. Schaut mal, Freunde. Wir sind einfach Iron Man im... Aua. Hä? Was ist denn jetzt los? Hä? Hab ich kurz die Rüstung verloren? Was war denn das? Aber ja, schaut mal, Freunde. Wir haben immer noch so ein paar Bälle bekommen. Wo sind denn die hin? Schaut euch mal die Bälle an, die wir noch bekommen haben, Freunde. Damit können wir auch Monster attackieren. Wenn ich jetzt auflade, boom. Oder hier, mit dem hier, zack. Schaut es euch an, Freunde. Das ist richtig wild geworden. Auf jeden Fall ist das unser nächstes Gebäude. Und das ist wohl ein Dropper, so wie es aussieht. Okay, Freunde. Denkt ihr, wir schaffen das? Drückt ihr mir die Daumen? Ich hoffe doch sehr. Vorher zeige ich mal, wie es ist, hier zu fliegen als Iron Man. Oh mein Gott, Freunde. Das macht so viel Spaß. Und hier, nehmt das, ihr Dinos. Wow, Freunde. Das ist ja richtig krass OP hier. Naja, genug gemacht. Jetzt gehen wir mal in den Dropper oder was das auch immer ist. Komm wieder her. Was löst du dich denn die ganze Zeit von mir, Iron Man? Hey, ich bin's. So, also, hä?
Ich brauche deine Rüstung, nicht du. So. Okay, Freunde, hier ist der Dropper. Und da sind schon so ein paar ziemlich gefährliche Kreaturen. Ey, was willst du von mir? Nimm das. Warte, ich kill sie. Komm, geh weg. Oh mein Gott, nein, ich bin nicht in der Lava. Komm, geh weg, geh weg. Geht weg, geht weg. Aua. Puh, Freunde, oh mein Gott, ich muss schnell. Oh mein Gott, ich muss aufhören zu brennen. Ich werde sterben. Puh, Freunde. Wie gut sind die denn gewesen? Da muss ich nochmal hin. Freunde, wie krass war das gerade? Ich wollte einfach nur hier runtergehen und da sind diese Tiere gewesen. Okay, ich würde sagen, wir probieren es nochmal. Wir brauchen aber die Rüstung wieder. Sonst sieht es richtig haarig aus. Und nein, der Dropper ist kaputt. Der Dropper ist kaputt, Freunde. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt, Freunde? Wir gucken einfach nochmal nach. Weil hier war eigentlich ja der Dropper, wo wir runtergehen mussten. Oh mein Gott. Wartet mal, was machen wir denn jetzt? Können wir da einfach runtergehen? Ich ziehe mal die Rüstung an. Okay, Freunde, es hat jetzt eine Ewigkeit gedauert, das alles wieder hinzubekommen. Aber jetzt schaut es euch mal an, wie das aussieht. Es ist einfach ein Dropper und da unten ist Wasser. Und da müssen wir jetzt irgendwie runtergehen. Ich hoffe, das bekommen wir hin. Oh mein Gott, Iron Man, aber können wir da runterfliegen? Ja, nein, das können wir nicht. Aber hochfliegen können wir, aber uns so langsam runtergleiten? Nicht. Okay, Freunde, also die Fähigkeiten von einem Iron Man sind echt richtig, richtig krass in Minecraft. Habt ihr das schon mal gesehen? Schaut mal, ich fliege hier hoch und schieße. Nein, wo bist du? Iron Man, da unten. Komisch, dass ich den immer verliere. Ich bin noch Iron Man. Aber naja, Freunde, wir gehen weiter ins Häuschen. So, und wo? Hier sind Türen, Freunde. Oh mein Gott, hier sind Türen. Hier sind Türen. Okay, hier sind Türen. Ist hier was? Hallo? Nee, Freunde, hier ist auch nichts. Vielleicht hier? Hallo, ist da jemand? Das ist eine Fackel, vielleicht gucken. Nee, hier ist auch keine Falle. Komisch, Freunde. Vielleicht hier. Oh mein Gott, wo sind wir? Wo sind wir? Mensch, Iron Man, bleib doch mal stehen hier. Hier vielleicht? Nee, wenn wir hier reingehen, sind zwei Türen. Hier ist auch nichts, Freunde. Was hat es denn mit dem Dings in sich? Mit diesem Häuschen? Hier waren wir ja auch schon drin. Da kann's, muss es ja hier sein, oder? Hallo? Ist hier jemand? Nee, ich glaube nicht. Aber hier sind Druckplatten. Sollen wir einfach wie ein Noob drauflaufen? Aber nein. Guck mal, Leute, die sind so offensichtlich platziert. Da kann doch gar keine Falle sein, oder? Oh mein Gott. Ich höre TNT. Und nicht gerade wenig. Och Mann, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Superheldenhaus. Weil mit den beiden hat es bislang noch gar keinen Sinn gemacht. Und Freunde, wir gehen zum nächsten Haus. Ich würde sagen, das steht auch schon da vorne. Wartet mal. Das müsste doch Captain America sein, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Okay, da gehen wir mal rüber und schwimmen hier durchs Wasser. So, Freunde, und gucken uns das Ganze mal an. Auch hier wieder die bekannte Captain America-Rüstung. Die ist so krass cool. Und die nehmen wir uns mal. Schau mal, ob wir damit auch eine coole Fähigkeit haben. So, wir ziehen uns die erstmal hier an. So, genau, das sieht schon mal ganz gut aus. Und dann hier noch die Hose und die Schuhe, genau. Und haben wir irgendeine coole Fähigkeit bekommen? Nee, ich glaube... Kann ich irgendwie schneller im Wasser sein oder sowas? Nee, dafür müsste ich irgendwie wohl Poseidon sein oder sowas, Freunde. Aber das bin ich nicht. Und jetzt gucken wir uns erstmal dieses Häuschen an, was es damit auf sich hat. Und hier steht eine Kiste, hier aus Schienen. Deswegen habe ich die Schienen im Inventar gehabt, Freunde. Okay, warte mal, wir nehmen hier uns eine Lore raus, eine Eisenspitzhacke. Und dann müssen wir, glaube ich, hier hochfahren. Wobei, das wird wohl nicht gehen. Wir müssen mal ganz kurz das hier wegmachen. Genau so. Aber gibt es hier sonst noch irgendwas? Und was kommt denn da auf uns zugeflogen, Freunde? Komm, geh weg. Oh mein Gott, Freunde. Ist das geplant? Ich brenne. Ich brenne. Ich muss ganz kurz stoppen hier. So, okay. Ganz kurz. Wir schauen, gibt es hier noch irgendwas anderes außen herum? Ich glaube aber, das dürfte es gewesen sein. Außer, dass hier überall Dinosaurier sind. Und oh mein Gott, Freunde, was ist das für eine kranke Minecraft-Welt? Naja, ich würde sagen, wir setzen die Lore drauf, beziehungsweise das Minecart und gucken, was uns erwartet. Ich hoffe, dass... Das geht alles. So. Hä? Was ist denn hier los? Warum wackelt denn das so? Warum macht denn das Breakdance? Dann gehen wir hier drauf, Freunde. Und? Hä? Warum muss ich die Rüstung dafür ausziehen? Hä? Ich kann einfach nicht damit fahren, Freunde. Warum nicht? Moment mal. Warum kann ich nicht mit der Lore hier fahren? Guckt euch das an. Normal ist das auch nicht. Freunde, wieso kann man nicht mit der Lore hier fahren? Die ist, glaube ich, komplett verbuggt, oder? Naja, auf jeden Fall müsste man dann hier runter und dann kommt man hier in diesen... Freunde, irgendwas, ich glaube Minecraft ist von irgendwas besessen hier. Das kann doch gar nicht sein, dass diese Lore hier nicht funktioniert. Warte mal, wir stellen sie nochmal hier hin und... Das liegt an diesen... Ah, jetzt müsste es, glaube ich, gehen. Schau mal, wenn ich hier reingehe, dann fährt man hier runter, glaube ich. Ja, eigentlich ist es geplant, aber diese Schienen gehen nicht. Diese Power Redstone Schienen gehen nicht. Aber ja, wir fliegen auch mal so runter und gucken, was passiert und...
Wo sind wir hier gelandet? Wir sind jetzt hier unten gelandet und ich glaube, haben wir es durchgespielt? Was ist denn das hier? Für ein komisches Erz. Wartet mal. Was ist das für ein Erz, Freunde? Das ist ein fossiles Enderman. Das sind Fossilien von einem Enderman, Freunde. Oh mein Gott, wie krass ist das? Und war es das schon? Ist das das Siegerhaus, das wir endlich haben können? Und ja, können wir hier mal die Diamanten abbauen. Bislang erkenne ich auch keine Falle hier. Hier sind Diamanten noch, okay. Alles in Ordnung. Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Denkt ihr das auch? Ich denke schon. Warte mal, wenn noch das hier mit. Und nein, nein. Okay, das zum Thema. Wir haben es geschafft, Freunde. Ich glaube, auch dieses Haus war es nicht. Was ist denn hier gerade passiert? Oh mein Gott. Wartet mal. Ja, cool. Danke für nichts. Och Mann, das letzte Haus muss das Richtige sein, sonst bin ich enttäuscht. Okay, Freunde, wir hatten jetzt hier 3 Flops. Ich habe eine Idee. Das muss jetzt das richtige Haus sein. Und zwar ist es das Black Panda Haus, Freunde. Und ihr seht hier auch, glaube ich, schon die... Ja, das müsste die Rüstung sein. Oh mein Gott, Freunde. Oh mein Gott, guckt euch an. Warte mal. Wir ziehen uns erstmal die Rüste an, danach lesen wir uns dieses Schild hier durch. So, ja. Das sieht doch gut aus. Haben wir da irgendeine Fähigkeit mit? Nee, wir sehen aber unglaublich cool aus, Freunde. Aber ich glaube, sind wir ein bisschen schneller? Schaut euch mal das Herz hier nebendran an. Ich glaube, wir regenerieren schneller oder sowas. Oder haben irgendwie mehr Leben. Irgendwie sowas wird es wohl sein, weil sonst hätten wir nicht diesen... Ach, Regeneration haben wir hier wohl, glaube ich, mehr. Okay, warte, wir testen es mal ganz kurz. Wir springen mal kurz von diesem kleinen Bergchen hier runter und testen das mal. Und... Nö. Vielleicht jetzt? Ah, doch, hier. Wir haben plus Rüstung, wir haben Standfestigkeit und Rüstungshärte. Okay, Freunde, also schon mal ziemlich cool. Und ich glaube, in diesem Haus haben wir ein Quiz vor uns. Und hier lautet es erstmal, wer ist der stärkste Mob, Freunde? Okay, was haben wir denn als Antwortmöglichkeit? Einmal Creeper und einmal Ender Dragon. Ich glaube, wir wissen alle, Freunde, wer hier den besseren oder der stärkere Mob ist. Das kann nur der Creeper sein. Nein, Spaß, Freunde. Wir wissen alle, das ist der Ender Dragon. Und dann öffnen wir die Tür und... Puh, die Luft ist rein und... Ja, Freunde, war ja aber auch klar. Ender Dragon ist klar, dass das der leichtere Mob ist. Und was ist denn das hier? Ein Dino, geh mal weg hier, Dino. Dino, geh weg. Okay, was hat der hier gedroppt? Raw Maca Meat. Essen wir mal. Lecker. Doch, ganz gut. Okay, Freunde, wir haben die nächste Frage. Wie viel Strich, Strich, Strich sind ein Stack? Wir haben hier einmal 64 und einmal 32. Ich glaube, die Antwort... Wisst ihr die Antwort, Freunde? Ich spoiler's euch. Zur Not in 3, 2, 1. Schreibt's gerne in die Kommentare. Wir haben... Natürlich sind es 32 nicht. Es sind 24 oder 64 Blöcke sind ein Stack, Freunde. Und wir kommen zur nächsten Frage. Das ist... Wer macht die besseren Prank? Da fehlt das S hier übrigens. Hat jemand das S vergessen? Deutsche Sprache, Mensch. Warte mal, die besseren Prank. Entweder Patty oder Synthi, Freunde. Oh mein Gott, ich glaube, das wissen wir alle. Das kann nur einen geben. Warte mal, aber ganz kurz. Bevor wir die Tür hier öffnen, was ist denn das da draußen hier an der Zeit, was ich hier sehe? Ist das noch so ein Dino? Wartet mal. Ja, nee, das ist eine Elfe. Golden Nymph Level 4. Oh mein Gott, was für ein Minecraft ist das denn eigentlich? Ach, sie gibt einem Regeneration. Okay, gut zu wissen. Aber Freunde, schreibt mal bitte in die Kommentare, wer ist der... Also wer macht die besseren Pranks, entweder Synthi oder Patty? Und eigentlich kann es ja nur eine Antwort geben. Das müssen wir beide sein. Dementsprechend gehe ich mal hier rein. Okay, und hier auch, Freunde, hier gab es nur eine richtige Antwort. Und ich glaube, wir haben es endlich geschafft, Freunde. Wir haben das richtige Haus gewählt. Nachdem wir jetzt 4-mal gestorben sind, bekommen wir jetzt alles Belohnung ganz viel Diamanten. Und die Black Panda Rüstung ist also die richtige, also das richtige Haus gewesen, wo wir eben nicht gestorben sind, sondern endlich mal, Freunde, es komplett überlebt haben. Und wenn euch das Video gefallen hat, ihr mehr mit Superhelden sehen wollt, vielleicht auch mal ein Video nur mit den Mods, lasst gerne ein Like da, ein Abo nicht vergessen. Und jetzt, ja, Dankeschön, tschüss. Und ich würde sagen, Freunde, wir fangen an mit dem 10-Sekunden-Haus. Und unser 10-Sekunden-Haus muss gegen 10 Zombies gewinnen. Das ist schon ziemlich schwierig, dafür, dass wir nur 10 Sekunden zum Bauen haben, Freunde. Ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Stein. Wir brauchen Lava. Wir brauchen vielleicht noch ein paar Spinnweben. Das wäre cool. Ein Hebel, eine Tür. Und ganz wichtig, Freunde, wir brauchen TNT. Und wenn du denkst, dass wir es schaffen, heute gegen alle Mobs zu gewinnen, dann lass mal jetzt ein Like da in 3, 2, 1 und...
Wow, danke für euren Like. Und ich würde sagen, wir starten den Countdown. Wir haben 10 Sekunden Zeit. Es geht los in 3, 2, 1 und los. Kommt schon, Freunde. Nein, wir haben nicht viel Zeit. So. Vielleicht noch hier eine Tür hin. Ja. Zack, zack, zuck. Hier noch ein bisschen TNT. Komm schon. Wow, Freunde. Und wir haben es schon geschafft. Also, viel mehr hätten wir nicht bauen können. Ich würde sagen, jetzt müssen wir mal testen, ob die Zombies gegen uns gewinnen. Ich würde sagen, Freunde, wir spawnen die Zombies in 3, 2, 1 und jetzt. Oh, Freunde, hier sind schon ganz viele Zombies. Kommt schon, wir müssen in unser sicheres Haus gehen. So, ihr seht, im Haus sind wir schon mal ein bisschen sicher, aber sobald die hier vorne dran sind, haben wir keine Chance mehr, Freunde. Ich glaube, wir müssen das TNT zünden. Kommt schon, ja, komm, nein, jetzt kommt, wir sind gefangen im Spinnweben. Nein, Freunde, och Mann, wir haben die erste Runde verloren. Okay, Freunde, das war das 10-Sekunden-Haus, aber nun haben wir ja 2 Minuten Zeit und ich würde sagen, wir schauen mal, gegen welche Mobs wir jetzt gewinnen müssen. Freunde, wir müssen gegen Iguana Kings gewinnen. Das heißt, die sind richtig schwierig. Schaut euch mal an, wie gefährlich die aussehen, Freunde. Oh mein Gott. Und gegen die müssen wir jetzt unser Haus verteidigen. Ich würde sagen, bleibt unbedingt dran. Wir stellen den Timer und auf los geht's los. Und übrigens, Freunde, habe ich hier unten noch eine geheime Kiste versteckt mit Mods. Und die können wir auf jeden Fall auch benutzen. Wir haben hier richtig coole Sachen. Schaut euch das mal an. Das werdet ihr gleich aber alles sehen. Ich würde sagen, Freunde, wir starten den Timer in 3, 2, 1 und wir haben 2 Minuten Zeit, Freunde. Und dafür werde ich auf jeden Fall diese coole Axt hier benutzen, denn damit kann ich mir einen kleinen Vorteil verschaffen. Und zwar kann ich jetzt dadurch hier verschiedene Sachen platzieren. So, ihr seht, schaut mal, Freunde, wie schnell das geht. So, das kann ich jetzt hier wieder machen. Zack, oh, komm schon, die Zeit läuft. So, und wir haben ja schon mal so das Grundgerüst geschaffen für die coole Base, Freunde. So, ach Gott, wir haben nicht so viel Zeit, 2 Minuten. Aber das ist schon mehr, als wir gerade eben hatten. Okay, also, das sieht schon mal gut aus. Ich würde sagen, wir machen so einen Obsidian-Kasten drum. Oh, Freunde, damit sind wir richtig, richtig sicher. So, und was natürlich wichtig ist, ist eine Tür, in die wir reinkommen können. Schnell, schnell. Und das ist keine normale Tür, Freunde. Und die können wir nämlich mit einem Passwort versiegeln. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingebe, das Passwort ist 1234, kommt man nur rein, wenn man das Passwort eingibt. So, ihr seht's. Oh, 1234. Und nun ist man drin. Sonst aber nicht, Freunde. Kommt schon, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Ganz wichtig sind auch coole Kameras, dass wir immer wissen, wann die Mobs kommen. Das heißt, wir platzieren hier jetzt erstmal überall Kameras, Freunde. So. Okay, dann fliegen wir hier entlang. Oh nein, Freunde, die Zeit rennt. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. So, überall Kameras platziert. Schon mal check, Freunde. Das sieht richtig cool aus. Und Freunde, wie in jeder anderen sicheren Base, darf auch hier ein kleiner Lavagraben nicht fehlen. Das heißt, wir bauen jetzt hier ganz schnell einen Graben. Oh, schnell, Freunde. Ich bin so gespannt, ob wir den Kampf wieder gewinnen oder dieses Mal gewinnen werden gegen diese krassen Mobs. So, und wie gesagt, gehört hier jetzt auch ein Lavagraben hinzu. Das heißt, Lavagraben. Wir brauchen dich. So, Freunde, schnell. Okay, das sieht schon mal gut aus. Und wir haben nicht mehr lange Zeit, Freunde. Wir müssen uns ranhalten. Schnell, bevor die bösen Mobs kommen. Aber ich glaube, das sieht schon mal ziemlich gefährlich aus und abschreckend. So, guckt es euch an hier, Freunde. Wie cool sieht das denn aus? Unsere Base ist schon auf einem richtig guten Weg. Aber wie in jeder coolen Base brauchen wir auch hier einen Laser, Freunde. Und ich würde sagen, den platzieren wir mal hier hin. So, Laser machen wir hier so zwischendurch. Ja, Freunde. Und jetzt haben wir schon so eine coole Laserwand. Und ich würde sagen, der Eingang, Freunde, der wird auch mit Lasern sein, dass die Mobs nicht durchkommen. So, boah, Freunde, die Base wird richtig cool. Und wir haben gar nicht mehr so lange Zeit. Kommt schon, Freunde, kommt schon. Okay, Freunde, also, unsere Base sieht momentan schon mal so aus. Aber da müssen wir auf jeden Fall noch einiges tun. Und zwar brauchen wir hier oben noch einen Zaun. Schnell, Freunde, die Zeit rennt uns davon. Schnell, wir haben nicht mehr lange Zeit. Dieser Zaun müssen wir aber noch platzieren. Sonst haben wir ja keine Chance. So, Freunde, kommt schon. Und wir brauchen noch eine Treppe in unserer Base. Wir müssen uns ranhalten. Wir haben wirklich nicht mehr lange Zeit. Oh, Jemine. So, Freunde, kommt schon. Hier jetzt alles zumachen, ja? Das sieht doch schon mal gut aus. Und die Kameras müssen wir auch noch verbinden. Oh Mann, Freunde. Und was ganz wichtig ist, wir setzen jetzt hier noch ein Geschütz hin. Das heißt, ich zeige euch das mal ganz kurz. Wenn ich nun hier einen Zombie platziere, schießt dieses Geschütz den ab, Freunde. Guckt euch das mal an. Boah, die haben gar keine Chance. Kommt schon, Freunde. Das wird richtig cool. Einmal hier durchgehen.
die Türe öffnen. So, und jetzt noch ganz kurz hier eine Treppe hochbauen. So, Freunde, und wir haben schon so gut wie geschafft. Ich würde sagen, Freunde, die Zeit ist auch jetzt abgelaufen. Und jetzt testen wir mal, ob diese coolen Mobs, ob wir gegen die verteidigen bzw. gewinnen können. Ich bin so gespannt. Seid ihr bereit? Wir haben hier die Spawn-Eier. Und jetzt testen wir es. Kommt schon. Oh, Freunde, weg, weg, weg. So, allen schnell hier reingehen. Wir sind drin und mal gucken, ob es klappt. So, ob uns die Base verteidigen kann. Ja, komm her, kommt doch her. Unsere Base ist stärker als wie du. Boah, Freunde, der hat gar keine Chance. Guck mal, unsere Base wird den schon holen. Boah, Freunde, guck mal, der probiert und probiert, aber er hat einfach keine Chance. Denn das Geschütz ist viel zu stark. Edge, Badge, komm doch mal hoch, wenn du dich traust. Boah, Freunde, der traut sich nicht. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal in die Kamera rein. Boah, Freunde, guckt euch das an. Das Geschütz schießt den einfach die ganze Zeit ab, den Iguana King. Boah, Freunde, der hat gar keine Chance. Oh, komm schon, ich würde sagen, wir gehen mal runter und kämpfen mal ein bisschen gegen ihn. So, Iguana King, komm mal her, wenn du dich traust. Edge Badge, hier ist Tünti. Ey, nein, Freunde, was geht denn jetzt ab? Er schlägt hier einfach gegen meine Base. Nein, Freunde, er macht die Base kaputt. Oh, wartet mal, er ist vielleicht doch stärker als gedacht. Ey, Iguana King, hihi, ich bin hier oben, mich kriegst du nie. Ha, 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 guckt ihn euch an. Ey, nein, Freunde, er hat mich runtergehauen. Iguana King, Edge Badge, nein, Freunde, wir müssen flüchten. Nein, 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 nein. Der Iguana King, wir hätten ihn nicht provozieren dürfen. Jetzt kommt er mir hinterher. Oh, ich muss schnell wieder in die Base rein. Komm schon, Freunde. Der Iguana King hat's echt in sich. Oh, ich bin... Nein, 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 ich habe nur noch ein Herz. Der Iguana King geht auf mich drauf, Freunde. Nein, 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 nein. Komm schon, nein. Okay, Freunde, das... Und das war bislang noch ein Kinderspiel. Denn jetzt haben wir 10 Minuten Zeit, um uns eine ultra krasse, sichere Base in Minecraft zu bauen. Ich würde sagen, bleib unbedingt dran. Der Kampf wird schwieriger und wir schauen einfach mal, was für Mobs jetzt gegen uns kämpfen werden. Oh mein Gott, Freunde, einfach gegen Nether Surge und den Rockhound. Freunde, das wird unglaublich spannend. Ich würde sagen, wenn ihr bereit seid, jetzt gegen diese beiden ein Battle zu bauen, beziehungsweise eine Base, lasst mich unbedingt mit einem Like wissen. Das wird unglaublich krass. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Wir bauen uns jetzt eine Base in 10 Minuten. Und die, Freunde, die wird so krass. Das werdet ihr noch nie gesehen haben. So eine coole Base. Ihr seht's, Freunde, für diese Runde habe ich mir nun auch richtig krasse Waffen geholt. Mit diesem coolen Bogen hier, mit diesem Schwert. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Und du fängst an, den Timer zu stellen. Es geht los. 10 Minuten sind da. Und ich würde sagen, Freunde, los geht's. So, erst da schnell die Sachen hier verstauen. Und ich würde sagen, unsere Base machen wir jetzt komplett aus Obsidian. Dafür holen wir uns wieder unsere Super-Tule Holzaxt. So, und machen erstmal so einen fetten, ja, hier so einen kleinen Kasten hin. Also, Set, warte, Post 2. Das sieht doch schon mal gut aus. Und jetzt müssen wir Obsidian hier hinsetzen, Freunde. Und jetzt haben wir schon mal so einen Kasten. Das sieht jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch aus, aber glaub mir, Freunde, das wird ein unglaubliches Teil. Und auf diesen Kasten setzen wir einfach nochmal einen Kasten drauf, sprich hier. Und dann geht's hier hoch. Post 2. Und wir setzen den nächsten Obsidian-Kasten drauf, Freunde. Also, unser Grundgerüst ist, glaube ich, schon mal richtig, richtig gut. Das haben wir aber, wir haben ja noch genug Zeit. Das heißt, ich würde sagen, wir platzieren hier jetzt erstmal wieder so einen kleinen Rahmen rum. Genau, also bis hierhin. Set Quarzblock, Freunde. Sehr schön, das machen wir. Würde ich sagen, hier auch nochmal. Bis hierhin. Dann machen wir uns dieses Mal nämlich, haltet euch fest, Freunde, einen Wassergraben. So, das heißt wieder hier hin machen und bis hier hin, um genau zu sein, genau. Und das müssen wir jetzt einmal mit Wasser vollenden. So, Freunde, das sieht doch schon mal cool aus. Dafür holen wir uns jetzt erstmal einen Wassereimer. Oder wir könnten auch einen falschen Wassereimer machen, Freunde. Da haben wir noch irgendwas mit Gift. Boah, Freunde, ich würde sagen, wir machen hier doch kein Wasser hin. Wir machen hier Gift hin. Guckt euch an, Freunde. Ja, 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 wir machen hier auf jeden Fall Gift hin. Das ist viel gefährlicher. Das macht auch mehr Schaden. So, okay, das heißt, wir müssen aber erstmal hier das wegmachen. So, komm schon, wir dürfen auch nicht so viel Zeit verlieren. Wir haben jetzt auch nicht so viel Zeit. Freunde, wir machen jetzt erstmal hier so einen Giftgraben hin, Freunde. Das heißt, wenn hier ein Mob reinläuft, dann wird der komplett vergiftet. Und das möchte ja keiner. So, komm schon.
hier erstmal alles zubauen. Okay, das sieht auch ein bisschen aus wie der Nether irgendwie. Oder sehe nur ich das? Nee, ich weiß nicht. So, okay. Also, das hier muss alles noch weg. Zack, 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 Freunde. Das sieht jetzt im ersten Moment noch ein bisschen krass aus. Aber, glaub mir, ich habe so eine coole Idee dahinter, was wir hier als nächstes hinbauen werden. So, okay. Also, der Graben ist schon mal gemacht, Freunde. Und hier darf man auf keinen Fall reinspringen. Denn das ist das pure Gift. Okay, also, das haben wir jetzt schon mal erledigt. Da machen wir hier so einen kleinen Durchgang hin, dass man dann reinkommt in unsere Base. Wir brauchen ja auch noch einen Eingang. So, und ich würde sagen, den machen wir hier. Ja, doch, das sieht doch schon mal gut aus. Und, oh Gott, Freunde, hier drin ist es ja noch komplett dunkel, beziehungsweise hier ist ja alles voll mit Blöcken. Das kriegen wir hin. So, Moment, dann gehen wir einfach mal hier runter. Ah, ich darf nicht runterfallen. So, und jetzt platziere ich hier einfach Luft. Und dann ist es hier schon mal ein bisschen offener, Freunde. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. So, und wenn ich das jetzt hier aufmache, seht ihr es. Kommt schon, einmal bitte die Tore öffnen. Okay, Freunde, schaut's mal. Das sieht jetzt schon mal richtig cool aus. Also, hier werden wir jetzt unsere Base dann reinbauen. Aber natürlich dürfen wir hier keinen Eingang lassen. Denn hier wird jetzt wieder Lava platziert. So, also machen wir das hier wieder weg. Und, oh nein, 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 oh Gott, setzen jetzt hier Lava hin, Freunde. Das ist doch schon mal richtig, richtig cool. Und ich glaube, damit sieht unsere Base schon einen Ticken gefährlicher aus. Also, hier ist der Eingang. Und dann würde ich sagen, machen wir hier auch so wieder so Zaun hin. So Eisenzaun, Freunde. So, dass man hier auch gar nicht rein kann. Dass das hier wirklich nur meine Base ist. Und wieder so eine coole Passworttür, oder? Ich denke, so eine Passworttür wäre schon wieder was Cooles. Okay, also das Grundgerüst von unserer Base ist jetzt schon mal geschafft. Aber da fehlt natürlich noch viel mehr, Freunde. Denn dieses Mal möchte ich hier überall Laser haben. Das heißt, wir bauen hier wieder so eine kleine Wand vorne dran. Machen die hier hoch. Sehr schön. Dann hier wieder ein bisschen die Wand entlang. So. Und auch hier wieder hoch. Und wenn ich das jetzt alles zugebaut habe, werde ich hier in diese Zwischenräume einfach immer coole Laser machen, Freunde. Oh, ich freue mich so. Denkt ihr, ich kann den Kampf gewinnen? Ich würde mich sehr freuen. Aber ich sag's mal so, einfach wird's nicht. Auf gar keinen Fall. Dementsprechend müssen wir uns ranhalten, dass wir so schnell wie möglich noch ganz viele Sachen hier zubauen können. So, und jetzt brauchen wir wieder Laser. Und was wichtig ist, Freunde, wir brauchen auch dieses Mal einen Alarm. Hier sind jetzt überall Alarmanlagen, dass wir wissen, wann es losgeht. So, einmal die Alarmanlagen bitte hier. So, dass hier überall Alarm gesichert ist, dass hier gar keiner reinkommen kann, unbemerkt. Okay, also hier alles zu. So. Freunde, alles mit Alarmanlagen voll. Ich bin so gespannt, Freunde, wie lange wir noch Zeit haben. Ich hoffe, ihr habt euch den Timer auch mitgestellt. So, okay. Also, hier sind jetzt schon mal überall Alarmanlagen. Dann brauchen wir noch überall coole, fette Kameras. Und zwar hier, hier. Dann würde ich sagen, brauchen wir auch hier noch eine Kamera. Ganz hier oben an der Base eine. Und dann wissen wir schon mal, wo die ganzen Leute herkommen. So, und hier setzen wir jetzt überall den Laser hin, Freunde. So, und ich weiß doch, ihr liebt die Laser. Oh nein, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Upsi. So, okay, also die erste Laserwand ist schon mal gemacht, Freunde. Das sieht richtig cool aus. So, und, oh, Freunde, wir haben es fast geschafft. Die erste Wand ist fast zu Ende. So, jetzt haben wir hier überall die Laser. Und zack, zack, zack. Freunde, guckt euch an. Unsere Base wird richtig krass. Das werden wir auf jeden Fall gewinnen. Vor allem, hier ist Wasser, hier ist Lava. Ich würde sagen, wir setzen hier noch diese coolen Spikes hin, dass man hier auf jeden Fall nicht rüberlaufen kann. So, und außer, oh Gott, ich muss hier auch noch rüber. So, ich komme ja nur so rein. Dann brauchen wir noch die Tür, die passwortgeschützte Tür einmal. So. Perfekt, das Passwort ist dieses Mal 1, 2, 3, 4. So, speichern und, na, hier kommt man nicht durch. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch ein paar Spikes hin, Freunde. Oh, die Base wird so cool. Ich bin so auf den Kampf gespannt gegen diese krassen Mobs, ey. Ich hoffe, wir kriegen das hin. So, okay, 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 das sieht doch schon mal gut aus. Und wir brauchen noch mehr Laser, Freunde. So, wo sind denn die Laser wieder? Hier. So, einmal Laser, dann zack. Ach, Mann, ich bin aber auch manchmal nicht so clever, Freunde. So, 1, 2, 3.
So. Oh, Freunde, ich bin auch ein bisschen nervös. Ich darf nicht zu viel Zeit verlieren, denn das ist hier alles hier auf Zeit geregelt. Dementsprechend haben wir auch nicht mehr so lange. So, aber erst einmal machen wir hier weiter. So, also, die Base ist schon auf einem sehr guten Weg, dass sie gleich fertig ist. Aber dafür fehlen noch ein, zwei Dinge. Und der Kampf wird auch richtig krass, Freunde. Vor dem Kampf habe ich richtig Angst. Aber das kriegen wir schon hin. Erstmal müssen wir hier alles weitermachen. So, okay. Diese Seite ist auch fertig, Freunde. Und jetzt nur noch die Rückseite. Und dann ist die Basin von aus, glaube ich, schon relativ weit. Was fehlt denn dann noch? Ich glaube, es gibt noch einige Dinge. Zum Beispiel unsere Geschütze. Die werden wir auf jeden Fall wieder brauchen, Freunde. So, ey. Freunde, jo nein, hier spinnt das jetzt, es backt hier rum, egal, das ist kein Problem, wir dürfen nicht so viel Zeit verlieren, denn wir brauchen jetzt noch unsere Geschütze. Und da machen wir nicht nur eins hin dieses Mal, Freunde, sondern 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück auf einer Seite und auf hier auch nochmal 10. Oh, Freunde, wie cool. Und ich zeige euch mal, wie drastisch das jetzt sein wird, wenn ich jetzt hier einen normalen Zombie platzieren werde. Der überlebt keine Sekunde. Dafür muss ich die Schwierigkeit einfacher machen. Wow, Freunde, guckt euch mal an. Die Zombies haben gar keine Chance. Wie cool wird das denn? Die werden komplett zerstört. Okay, ich würde sagen, das sieht schon mal alles richtig, richtig cool aus. Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Denn wir müssen noch Spinnenweben platzieren. Und zwar hole ich mir jetzt hier ganz schön viele. So, dass die auch ja nicht reinkommen. So, einfach mal immer hier so Spinnenweben vor die Geschütze. Und das geht dann immer noch. Dann werden nämlich die... Ey, Zombies, geht mal weg hier, Alter. Guckt mal. Dann können die nicht auf die zulaufen. Aber die Spinnenweben treffen sie natürlich trotzdem, Freunde. Das ist einfach so eine coole Armee. Und ich würde sagen, wir platzieren uns auch noch ein bisschen TNT. Das ist richtig eskaliert, Freunde. Dass wenn die wirklich zu nahe kommen, dass sie in die Luft gesprengt werden. Boah, Freunde. So, und nein, hier müssen auch noch Spikes hin, sehe ich gerade. Dass, wenn die Mobs von der Seite kommen, wir natürlich auch noch andere Sachen haben. Kommt schon, Freunde, mehr Spikes. Wir brauchen mehr Spikes. So. Okay, ich glaube, ihr könnt mal eine Bewertung in die Kommentare schreiben. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie cool findet ihr diese Base bislang? Ich finde sie ist eine 10 von 10. So, einmal kurz reingehen bitte. Passwort 1234. Und jetzt müssen wir uns natürlich noch einen Weg nach oben bauen. Aufs Dach. So, okay. Und dafür würde ich sagen, benutzen wir eine Leiter. Einfach eine ganz normale Leiter, Freunde. Das sollte, glaube ich, schon passen. So, einmal eine Leiter hier auswählen. Und dann geht's hier hoch, Freunde. Und ich glaube, wir müssen auch gleich schon aufhören. Dann ist die Zeit vorbei. So, kommt schon, kommt schon. Wir machen hier noch so ein bisschen so eine Schutzbarriere hin. Oh, Freunde, das wird so cool. So, jetzt hier entlang, hier entlang, hier entlang. Und ich würde sagen, wir haben einfach schon unsere Base fertig, Freunde. Das ist unsere fertige Base fast. Denn eine Sache fehlt noch. Wir brauchen dafür Nether. So, Netherrack. Und dann noch ein Feuerzeug. Und zwar soll hier oben auch noch alles die ganze Zeit brennen, Freunde. Oh, wie cool. So, guckt euch an. Zack, zack, zack. Wir müssen Feuer stiften. So, ich bin ein Feuerstifter, ein Brandstifter, Freunde. Guckt euch an. Boah, jetzt sieht die Base, glaube ich, schon mal richtig, richtig gefährlich aus. Und das ist richtig gut. Und jetzt können die Mobs von mir aus kommen. Ich habe keine Angst. Ich werde mich nicht verstecken, Freunde. Boah, ich bin bereit zum Kämpfen. Okay, Freunde, seid ihr bereit gegen den Kampf? Gegen diese beiden krassen OP-Mobs? Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Und wir platzieren die Mobs. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wo bin ich hier gefangen? 1, 2, 3, 4, schnell rein. Wow, Freunde, die gehen ja... Oh mein Gott, Freunde, schaut's euch an. Die gehen ja richtig ab. Kommt schon, Base. Freunde, wenn ich dieses coole Base hier nicht hätte, dann würde es hier voll eskalieren. Geh mal weg hier, Alter. Boah, Freunde, die sind echt richtig stark. Die sind wirklich stark. Die darf man nicht unterschätzen. Nein. Guckt ihn euch an. Der campt hier vor der Base die ganze Zeit. Ich gehe mal ganz schnell den goldenen Apfel essen. Ich weiß gar nicht, wie viel Herzen ich habe. Freunde, die sind auf jeden Fall beide richtig, richtig OP. So, der eine steht auch noch. Na, wow, Freunde. Nein. Oh mein Gott, der kann einfach fliegen, oder was? Wartet mal, was war denn das hier gerade? Was war denn das hier gerade? Moment mal, ist der hier wirklich gerade hochgeflogen? Da ist er. Ey, nimm mal das.
Boah, Freunde, wie krass OP ist der denn? Boah, hier kommen seine anderen Mobs. Oh, nimm das, Freunde. Den kriegen wir. Oh mein Gott. Freunde, der ist so gut, dieser Mob. Schaut euch das mal an. Wir sind gerade weggeflogen. Der hat uns einfach weggeschubst. Naja, das kriegen wir trotzdem hin. Der hat nicht mehr so viel Leben. Kommt schon, den treffen wir. Nein, jetzt kommen wieder seine kleinen Baby-Mobs hier. Geht mal weg von mir, Alter. Okay, also ihr seht, unser Geschütz greift ihn aber auch gut an. Der andere, der steht einfach nur da bislang. Und jetzt sind wir auch vergiftet, oder was? Wir sind auch vergiftet, Freunde. Komm schon. Nein, 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 wir müssen auf jeden Fall was essen. Was geht denn jetzt ab, Freunde? Hier kommen noch ganz viele andere Mobs. Ich glaube, das wird eine richtig harte Nummer, gegen die hier zu gewinnen. Aber was macht der denn hier eigentlich? Was stehst du da so da wie Falschgeld, Alter? Komm schon, wir müssen noch mal was essen. So, und dann geht's hier mal ordentlich raus. So, okay, okay, also unsere Base. Wow, Freunde, ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. Hey, Mann, die sind echt gut, Alter. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde, aber der hier. Boah, Freunde, jetzt ist auch der hier noch erwacht. Oh, Mann, guckt's euch an. Jetzt geht der auch noch los. Nimmt das hier, Alter. Oh, Freunde, jetzt eskaliert's komplett. Jetzt eskaliert's komplett. Ich bin mal ein bisschen aus der Base rausgegangen, dass wir die mal richtig attackieren können hier. Dass es einen richtig epischen Fight gibt. Aber ich bin in meinem eigenen Spinnenweben gefangen. Nimm das, du Ritter. Nein, Freunde. Oh, nein, ich bin in die Spikes gefallen. Nein, 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 nein. Oh, das ist echt ein krasser Kampf. Das ist ein richtig krasser Kampf hier. Nimm das. Den kann man nämlich nur von hinten attackieren, Freunde. In diesem Schwert. So, so, nimm das. Boah, Freunde, ich muss was essen. Ich bin auch vergiftet wegen dem Gift hier. Oh nein, ich habe mich mit meinen eigenen Waffen geschlagen, glaube ich, hier fast. Okay, 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 also, es wird hier richtig... Nimm das. Kommt schon, hier, den kriegen wir, Freunde. Ich glaube, ich habe fast den Überblick verloren. Ich habe fast den Überblick verloren, aber den einen kriegen wir, glaube ich. Komm schon, nein. Oh, Freunde, ich werde hier, glaube ich, nicht mehr lang überleben. Der ist richtig stark. Aua, 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 aua. Den holen wir uns jetzt aber. Nimm das. Nimm das. Der hat nur noch 100 Leben, Freunde. Der hat nur noch 100 Leben. Komm schon. Ja. Komm, noch 2 Hits und wir haben ihn, Freunde. Und ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Wir haben aber den ersten besiegt. Wie cool ist das denn, Freunde? Ich würde sagen, unsere Base hat auf jeden Fall gewonnen. Und wir haben es einfach geschafft. Unsere 10-Minuten-Base war so krass OP, dass wir keine Chance hatten zu verlieren, Freunde. Guten Morgen. Hallo. Freut mich, dich zu sehen. Ich bin der Baby Warden. Wie geht's dir? Schön, dass du mal bei uns vorbeischaust. Freut mich richtig, dass du hier bist. In unserer schönen, tollen Warden-Welt. Ich hab gehört, ihr Menschen habt ein wenig Angst vor uns. Das braucht ihr aber nicht haben. Ich zeig dir heute mal meinen Tag. Und nicht nur meinen Tag, sondern meine ganze Familie. Meine Schwester, meine Mutter und mein Papa. Und mein Papa zeigt dir am Ende des Videos noch ein krasses Geheimnis. Und zwar muss er dafür entlang. Ihr seht's, hier steht Geheimnis der Wardens. Aber mein Papa zeigt dir später dieses Geheimnis. Also, bleib unbedingt dran. Aber vorher zeige ich dir mal einen Tag bei mir. Und ich muss jetzt los in die normale Welt. Denn wir haben hier ein cooles Portal. Und dann muss ich in die Schule gehen und ganz viel komische Sachen machen. So, hier ist mein Lunchpaket. Ich habe ein bisschen Milch. Ich habe 4 Kekse und 2 Brot. Das ist mein Tagesessen. Ich würde sagen, komm mit. Übrigens bin ich ein riesengroßer Abenteurer. Ich nehme zu jedem Abenteuer etwas mit. Und ich will jedes Abenteuer erleben. Und ich hoffe, du bleibst jetzt dran und erlebst dieses Abenteuer mit mir. Aber erster müssen wir in die Menschenwelt. Das machen wir durch dieses Portal hier. Dafür haben wir nochmal 3 Sekunden. Und wenn du möchtest, dass ich in die Menschenwelt gehe, dann lass doch mal ein Like da für mich. Und 1, 2, 3. Hey, du hast das Video für mich geliked. Dankeschön, dein kleiner Babyborn. Jetzt geht's in die Menschenwelt. Wow, da sind wir schon in der Menschenwelt angekommen. Das ist unser Portal, wie gesagt. Und jetzt geht's in die Schule. Und, hä? Wartet mal, hier sind Smaragde. Eigentlich muss ich ja in die Schule. Oder soll ich lieber gucken, woher die Smaragde kommen? Ich glaube, das wäre ganz cool, oder? Schaut mal, Freunde, vielleicht ist das ein neues Abenteuer. Ich liebe ja Abenteuer. Kommt schon, Freunde, wir gehen mal hinterher, was diese Smaragden da wohl auf sich haben. Hier ist nochmal einer, hier ist nochmal einer. Freunde, warum sind hier überall Smaragde? Hey, Villager, grüß dich und... Freunde, ach du grüne Neune, die Smaragde führen in eine geheime Höhle. Ich weiß ja nicht, oh mein Gott, was ist denn da unten? Sollen wir da wirklich reingehen? Ach Mann, ich bin mir so unsicher. Komm schon, das wäre schon ein cooles Abenteuer. Und ihr wollt ja ein Abenteuer sehen. Kommt, wir gehen in diese mysteriöse Höhle. Auch wenn die ein bisschen komisch aussieht. Papa sagt immer, ich soll nicht so viele Abenteuer machen, weil das voll gefährlich ist. Aber Freunde,
Ich bin doch schon alt genug. Komm schon, wir gucken uns das mal an. Wir gehen hier runter, mal kurz ein bisschen Milch trinken. Oh, lecker, ich liebe Milch. So, den Eimer kann ich hier mal wegschmeißen. Das brauche ich nicht, kommt schon. So, was ist denn? Hey, hey, Freunde. Ach, du grüne Neune, was ist denn das? Ist das eine Falle? Ja, das ist einfach eine Falle mit Pfeilen. Oh Mann, ich weiß nicht, ob ich da doch runter soll. Jetzt hat's mich schon wieder getroffen. Ich bin aber auch ein Tollpatsch. Freunde, wartet mal. Sollen wir da wirklich hingehen? Moment mal, da ist eine rote Wand. Naja, wir gucken uns das mal an. Freunde, schaut mal. Hier steht ein Spiel mit dem Tod. Und wir haben hier vier verschiedene Türen. Ich glaube, nur eine Tür davon ist die richtige. Freunde, schreibt mir mal in die Kommentare, welche Tür ich nehmen soll. Eine von diesen vier muss es sein. Och Mann, ich hätte vielleicht doch nicht machen sollen, Mann. Stell dir mal vor, man stirbt da einfach. Also das klingt schon so, als würde man da sterben. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich nehme Ene, Mene, Miste. Es rappelt in der Kiste. Ich glaube, ich nehme diese Tür hier. Puh, Freunde, das sieht gut aus. Ich glaube, wir haben es überlebt. Oh ja, Freunde, das war die richtige Tür. Und jetzt haben wir hier drei... Hey! Villager, Mann, ich suche hier die Sachen raus. Jetzt folgst du mir einfach. Geh mal weg hier. Okay, was könnte denn die nächste Türe sein? Ene, mene, mu und raus bist du. Freunde, ich glaube, ich nehme die Tür in der Mitte. Freunde, jetzt habe ich mich da wieder auf so ein Abenteuer eingelassen. Komm schon, bitte sei richtig. Puh, Freunde, wieder richtig. Okay. Cool, das ist schon mal gut. Wir haben nur noch zwei Türen. Welche Tür? Hey, Villager, geh mal weg. Oh mein Gott, Freunde, denkt ihr, das war die richtige Tür? Ich weiß nicht, ich höre ihn nicht mehr. Vielleicht ist er einfach gestorben. Wartet mal, nein, 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 der kann nicht gestorben sein. Wir nehmen die Tür, okay. Freunde, bitte lass es die richtige Tür sein, ey. Okay, also, Freunde, wir haben uns für die Tür entschieden. Ich hoffe, das war die richtige Wahl. Eins, zwei und alles, Mann, voraus und wow. Freunde, das sieht gut aus. Ich glaube, wir haben die richtige Tür entdeckt. Wir haben jetzt dreimal richtig gehabt. Und jetzt hat uns hier so eine coole Truhe erwartet. Sollen wir die öffnen oder denkt ihr, das ist auch so eine Falle? Wartet mal. Das könnte schon eine Falle sein. Wobei, wir öffnen einfach mal die Tür, Freunde. Kommt schon. 3, 2, 1 und... Ja, Freunde, wir haben einfach Smaragde bekommen. Wie cool ist das denn? Wir haben einfach einen Schatz gefunden. Wir sind reich, wir sind reich. Freunde, das muss ich auf jeden Fall meiner Familie erzählen. Ich würde sagen, als nächstes lernt ihr meine Schwester kennen. Aber bleibt unbedingt dran. Papa zeigt euch nachher voll das krasse Geheimnis. Aber jetzt lernt ihr erstmal meine Schwester kennen. Viel Spaß. Hey, Freunde, ich bin das Mädchen, beziehungsweise die Tochter aus der Warden-Familie. Und ich glaube, ihr habt gerade meinen Bruder kennengelernt. Ich muss nun unser heiliges Juwel wieder hierher bringen, beziehungsweise ein bisschen sauber machen. So, und wo ist es denn? Wartet mal, Freunde. Nein, 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 nein. Unser Juwel wurde geklaut. Das müssen bestimmt wieder die Menschen gewesen sein, Freunde. Ihr müsst wissen, die Menschen können uns Wands nicht mögen. Also die können uns nicht leiden, die mögen uns komplett nicht. Und die klauen hier immer Sachen. Und jetzt haben die unser heiliges Juwel geklaut. Wenn das Mama und Papa mitbekommen, rasten die komplett aus. Freunde, ich glaube, wir haben ein Abenteuer. Wir müssen das Juwel von den bösen Menschen wiederholen. Wenn du Lust hast auf dieses Abenteuer, dann bleib jetzt dabei. Ich brauche nämlich deine Hilfe. So, wartet mal, Freunde. Dafür müssen wir in die Menschenwelt. Das geht nur über dieses Portal. Ich glaube, das habt ihr schon kennengelernt von meinem Bruder wahrscheinlich, oder? Naja, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen auf jeden Fall dieses Juwel bekommen. Sonst werden meine Eltern ausrasten. Wir sehen uns in der Menschenwelt. So, Freunde. Nun befinden wir uns in der Menschenwelt. Ihr seht, ich habe noch ein paar Sachen aus meinem Inventar geholt. Ich habe jetzt noch einen coolen Bogen. Ich habe Pfeile und ein Netherit-Schwert. Das heißt, wir können auf jeden Fall den bösen Verbrecher finden, der unser Juwel geklaut hat. Das kann es nämlich nicht sein. So, wartet mal. Hier vorne. Das wird es, glaube ich, sein. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich glaube, hier muss es drin sein. Hier stehen solche Wachen, Freunde. Die haben wahrscheinlich unser Juwel geklaut. Wir gucken mal im Haus, ob wir irgendwas sehen. So, Freunde, schaut mal hier in der Wand. Seht ihr das kleine Blaue da? Das ist unser Juwel, beziehungsweise unser Zauberstab. Den haben die sich geklaut. Jetzt müssen wir uns irgendwas überlegen, wie wir den zurückbekommen. Warte mal, wir schießen mal diese Wache hier ab. Hey Wache, komm her, gib unser Juwel zurück. Aua, komm schon, nimm das. Puh, Freunde, den ersten haben wir ausgeschaltet. Ist hier noch irgendwo einer? Wenn ja, soll er doch herkommen, wo der Pfeffer wächst. So. Okay, wir haben eine Idee. Wir haben hier so cooles Dynamit, Freunde. Wir öffnen erstmal das Haus. Das macht jetzt ein bisschen Krach. Nicht erschrecken. Boom.
Okay, wir müssen aber die Türe hier öffnen. Komm schon, Dynamit. So, Dynamit, ja. Das sieht gut aus, Freunde. Also, das Haus ist schon mal offen. Und ihr seht, unser Stab liegt mittlerweile hier. Er ist runtergeflogen. Perfekt. Aber er darf nicht kaputt gehen. Dafür müssen wir das Haus noch weiter aufmachen und jetzt gegen die andere Wache kämpfen. So, Wache, komm schon. Du nimmst das. Ach, Mann. So? Na ja, warum kann man den nicht treffen, Freunde? Der ist irgendwie unbesiegbar. Oh Gott, Freunde, er hat uns gesehen. Ja, Wache, komm her. Du denkst auch, du wärst irgendwas Besonderes, ne? Bleib stehen. Ja, nein, nein, nein. Oh mein Gott, Freunde, der macht ja voll viel Schaden. Nein, 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 nein. Freunde, ich bin doch nur noch ein kleines Mädchen. Ich muss doch irgendwie diesen Stab zurückbekommen. Nein, er verfolgt mich immer noch. Sieh zu, geh hin, wo der Pfeffer wächst, Alter. Wache, geh mal weg hier. Wow, komm schon. Ja, hua, Freunde, wir haben ihn besiegt. Nun können wir, glaube ich, den Stab holen, oder? Wir testen mal ganz kurz, ob hier nicht irgendwo eine Falle ist. So, kommt schon, Beeilung. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich glaube aber, das sieht gut aus. Okay, das heißt, wir gehen nun ins Haus rein, holen uns den Stab und bringen ihn wieder zurück. Okay, Luft ist rein. Hier sind auch keine Waffen. So, komm schon, Freunde, das ist unser Stab. Wir haben den Stab, guck mal, das ist er. Oh mein Gott, schnell zurück, schnell zurück. So, 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 so. Wenn meine Eltern bekommen, dass er nicht mehr da war, dann würden die durchdrehen. Wir müssen das so schnell wie möglich machen. Apropos meine Eltern, habt ihr schon mitbekommen? Mein Papa sagt euch nachher das krasseste Geheimnis der Wardens. Also 5 Stück an der Zahl. Ich hoffe, du bleibst dran und findest das heraus. Dann bist du einer von wenigen, die das wissen. Aber naja, Freunde, wir gehen erstmal wieder ins Portal zurück. Bis gleich. Puh, Freunde, da sind wir. Wir haben es geschafft. Jetzt heißt es schnell diesen Stab hier wieder reinbringen, hier hin und gucken, dass keiner sieht. Okay, Mama und Papa sind nicht daheim, mein Bruder auch nicht. Dementsprechend kann ich den Stab jetzt hier reinlegen. So, Freunde, wie gut sieht das aus, als wäre nie was gewesen. Und auf einmal wird es irgendwie dunkler. Naja, ich würde sagen, ihr lernt jetzt erstmal meine Mama kennen. Die ist auch richtig cool und nett. Also, viel Spaß mit meiner Mama. Freunde, Freunde, ich brauche eure Hilfe. Ich bin's, nicht wundern, die Mama der Warden-Familie. Und ich habe hier einen Schatz geklaut von den bösen Magiern. Und den muss ich jetzt zurück in unsere Welt bringen. Wenn ich jetzt hier hochgehe, hier werden Tausende von Magiern auf mich warten, die mich verfolgen und mich töten wollen. Also, ich brauche eure Hilfe, das jetzt in die normale Welt zu transportieren. Also in die Welt der Wardens. Wenn du dabei bist und mir helfen möchtest, dann bleib jetzt unbedingt dabei. Wir gehen jetzt nämlich hoch. Das war ein Kampf. Ihr seht hier, das ist der Schatz. Und ich zeige euch dann, wenn ich quasi zurückgebracht habe, was man mit diesem Schatz machen kann. Und ihr seht's, Freunde, hier sind die bösen Magier. Die warten nur darauf, bis ich zurückkomme. Und wenn sie mich sehen, werden sie mich sofort weghauen. Kommt schon, Freunde. Nein, 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 nein. Sie haben mich, glaube ich, entdeckt. Ich muss hier irgendwie raus, Freunde. Ich habe aber auch keine Blöcke. Das heißt, ich muss hier... Nein, 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 Freunde. Sie kommen, die bösen Magier. Kommt, nimmt das, böse Magier. Aua, aua. Es kommt schon, böse Magier, geht weg. Nein, 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 nein. Ich habe auch nur ein Holzschwert, Freunde. Kommt schon, böse Magier. Sieh zu, dass ihr Leine gewinnt. Nein, da kommt wieder der nächste hoch. Kommt schon, böse Magier, geht weg. Okay, Freunde, also, wir haben die erste Tour überstanden. Wir müssen jetzt noch die anderen hier weghauen. Nein, 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 nein. Sie haben mich noch nicht gesehen. Oh Gott, Freunde, da sind so viele von denen. Schnell weg, Freunde. Nein, 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 nein. Wir müssen zurück in die Unterwelt. Ich hoffe, ihr habt schon meine restliche Familie kennengelernt. Meine beiden Kinder. Nein, 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 nein. Ich hoffe, die waren nett zu euch. Aber erst dann müssen wir hier flüchten und den Schatz zurückbringen. Geht weg, böse Magier. Ja, oh mein Gott, Freunde, die haben hier solche Zauberstäbe. Nein, 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 nein. Ich muss abhauen. Nein, 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 nein. Schnell, 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 Freunde. Okay, das könnte richtig eng werden. So, nehmt das. Ihr lasst mich und meine Familie in Ruhe. Das ist unser Schatz. Ah, au, 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 au. Freunde, aua, die tun weh, die machen mir gerade richtig Schmerzen. Ah, und mein Holzschwert ist auch fast kaputt. Ihr seht, ich habe gleich kein Schwert mehr. Nein, 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 Freunde, aua, aua, ich muss weg. Oh, schnell zurück ins Dorf. Da hinten ist das Dorf. Ich muss ins Portal, Freunde. Ich muss vor denen flüchten. Ich hoffe, ich bin schneller als die. Nein, 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 die sind immer noch hinter mir, Freunde. Das ist auch eine richtige Armee. Komm, was wollt ihr denn von mir? Aua, aua. Nein, Freunde, das macht keinen Sinn. Wir müssen schnell wegrennen. Dann kann ich euch erst den Schatz zeigen. Der Schatz ist, wie gesagt, ultra geheim und... Nein, Freunde, ich krieg sie nicht weg. Oder? Ich glaube, sie haben es aufgegeben, Freunde. Sie gehen weg. Okay, Freunde, also, wir haben sie abgehängt. Jetzt geht's darum, euch den Schatz zu zeigen. Ihr seht hier... dieses Medaillon. Und mit diesem Medaillon ist quasi... Nein, ich zeig's euch in der Welt. Komm, wir gehen runter zu uns in die Wardenwelt. Ich glaube, ihr habt dieses Portal schon mal gesehen. Mit diesem Portal komme ich in die Ober- und in die Unterwelt. Dementsprechend verlieren wir keine Zeit und gehen direkt in die Unterwelt, Freunde. Haltet euch fest. 3, 2, 1. Warden-Unterwelt, wir kommen! Boah, Freunde, wir haben es geschafft. Wir befinden uns nun wieder in unserer Nether-Warden-Welt. Beziehungsweise in unserer Warden-Welt, nicht Nether-Warden. Was erzähle ich denn da für einen Unsinn? Und ihr seht, zum Glück ist dieses Medaillon da, der Stab. Den brauche ich nämlich für das Geheimnis. Ich weiß nicht.
Der sieht aber voll neu aus, als wäre irgendwas mit dem passiert. Keine Ahnung, es wird wohl alles normal gewesen sein. Oder habt ihr mir was zu erzählen? Oder was? Nee, wird schon alles normal gewesen sein. Also, ich muss nun hier hinten hingehen auf dieses Teil. Einmal den Stab werfen, Freunde, und nun dieses Medaillon. Und wenn ich nun dieses Medaillon da drauf schmeiße, wird etwas Krasses passieren. Ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach. Wir schmeißen das Medaillon hier auf dieses, ja was soll ich ja sagen, auf diesen Sensor. Ich glaube, das trifft es am besten. Und schauen, was passiert, Freunde. Haltet euch fest, es wird nicht einfach. Schaut vorbei. In 3, 2, 1 und... Ihr seht's, Freunde, ist nun das hier entstanden. Und das sieht auf den ersten Blick aus wie ein TNT. Aber nein, das ist es nicht. Wenn ich dieses TNT anzünde, wird etwas ganz Besonderes passieren. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt. Wir entzünden dieses besondere TNT, dieses Warden-TNT. Ihr seht, was passieren wird, Freunde. Gleich wird's ordentlich knallen. Und damit werden wir nämlich zum Endportal gespawnt, Freunde. Und jetzt heißt es für uns Eier suchen, beziehungsweise Augen suchen. Und das Enderportal zu beenden. Ich würde sagen, Freunde, nun erfahrt ihr aber erst die Geschichte von meinem Mann. Denn er wird euch nun die 5 Warden-Geheimnisse erzählen. Ich würde sagen, das darfst du auf keinen Fall verpassen. Ich bin gespannt, ob dich die Geheimnisse überraschen werden. Naja, nun seid ihr bei mir angekommen. Beim Papa der Warden-Familie. Und ich glaube, ihr wollt schon unbedingt die Geheimnisse der Wardens kennenlernen. Und dafür müssen wir in diesen Raum hier gehen. Ihr seht es auch. Ein Schild mit Geheimnis der Wardens betreten verboten. Aber ich darf natürlich in diesen Raum. Und in diesem Raum erwartet euch was, womit ihr, glaube ich, nicht rechnen werdet. Dementsprechend gehen wir zu dieser Kiste, denn diese Kiste ist maßgeblich wichtig für uns. Und zwar gehen wir mal kurz rein und holen uns ein Netherit-Schwert und 3, 4, 5, 6 Goldäpfel heraus. Warum, werdet ihr sehen. Denn hinter dieser Wand befindet sich der Blut-Warden. Und gegen den müssen wir kämpfen, um das Buch der Warden-Geheimnisse zu finden. Ich würde sagen, ich brauche deine Unterstützung. Drückt mir die Daumen, denn dieser Kampf könnte alles verändern. Um euch die Geheimnisse der Warden zu zeigen, lasse ich mein eigenes Leben da. Und dafür könnt ihr auch gerne ein Like da lassen. Und erst einmal müssen wir das Labyrinth bestehen. Aber wo müssen wir denn dafür entlang? Das muss ich ja auch erstmal herausfinden. Okay, dieser Weg wird schon mal nicht gewesen sein. Hier etwa... Ach, übrigens, ganz kurz, bevor ich es vergesse. Habt ihr schon meine Familie kennengelernt? Ich glaube, die Mutter, beziehungsweise meine Frau, meine kleinen Kinder, habt ihr schon kennengelernt. Ich hoffe, sie waren nett zu euch. Wenn ja, sagt es mir gerne. Wenn nicht, dann bekommen sie auf jeden Fall Ärger daheim. Aber wir gehen erstmal weiter zu den Geheimnissen der Wardens. Also, hier ist es schon mal nicht. Komm schon, ich muss das Labyrinth bestehen, um den bösen Blutwarden zu finden. Hier vielleicht? Nein, Freunde. Ach, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich habe diesen Kampf, habe ich mich jahrelang schon gewarnt, davor den zu tun. Aber ich denke, mir bleibt keine andere Wahl. Hier vielleicht? Ach Mann, wo ist das denn endlich? Dieses Labyrinth ist auch ultra schwierig. Moment, Moment, hier vielleicht? Hier vielleicht? Nein, Freunde. Ich glaube, doch. Freunde, schaut mal. Hier befindet sich ein Eingang. Und nach diesem Eingang, ich schau mal ganz kurz. Oh, Freunde, der Blutwarden, dort ist er. Okay, wir müssen zusammenhalten. Ohne ihn haben wir wirklich keine Chance, um das Geheimnis zu erhalten. Also, Freunde, wir gehen rein. Hier ist er, der Blutwarden, und anschließend... Oh nein, er hat mich gesehen. Blutwarden, ich bin wieder zurück. Wir sind bereit zu kämpfen. Ich bin's, der Papa der Warden-Familie. Komm her! Komm her, du blöder Blutwarden. Nimm das. Komm schon her. Bam, Freunde. Oh Mann, der macht Damage. Der macht Damage. Komm, nimm das, Blutwarden. Oh, er verteilt sich schon ein bisschen in Stücke, ihr seht's. Nein, nimm das. Oh, Freunde, wir haben den Blutwarden erledigt. Zum Glück. Und nun können wir hier hoch, ihr seht's. Moment einmal. Ihr seht's, hier oben befindet sich ein Buch mit den Geheimnissen der Wardens. Um die zu erreichen, müssen wir dieses Jump'n'Run machen. Okay, Freunde, also, wir haben es fast geschafft. Wir haben fast die Geheimnisse der Wardens. So, nein, warte mal. Der Blutwarden ist wieder zurück. Hör auf, Blutwarden. Nein, wir wollen das hinbekommen. Komm schon. Komm, wir nehmen jetzt das Schwert hier. Puh, Freunde, komm schon. Er kann immer wieder respawnen. Das ist das Geheimnis des Blutwardens. So, schnell das Jump'n'Run machen. Komm.
Freunde, das ist gar nicht so einfach als Warden. Ihr seht ja, wie groß ich bin und... Nein, nicht runterfallen! Nein. Schnell hier hoch. Freunde, wir dürfen keine Zeit verlieren, bevor der Blood Warden wiederkommt. So, nein, er ist wieder respawned, aber wir haben genug Zeit abzuhauen vor ihm. So, Freunde, hier befindet sich das Buch mit den unglaublichen Geheimnissen der Wardens. So, Freunde, wir haben das Jump'n'Run geschafft. Und seid ihr nun bereit, die Geheimnisse der Wardens zu erfahren? Dann lasst es mich nochmal mit einem Like wissen, dass ihr es verdient habt. In 3, 2, 1, jetzt. Und ich sehe, du hast das Video geliked. Das heißt, du darfst nun die Geheimnisse der Wardens erfahren. Und ich zeige sie dir nun hier. Wir haben hier ein Buch und hier stehen nun 5 Geheimnisse der Wardens drin. Und diese musst du für dich behalten. Geheimnis 1. Das Elixier der Unsterblichkeit. Die Wardens haben ein geheimes Elixier entdeckt, das ihnen Unsterblichkeit verleiht. Ihr hört richtig, Freunde. Wir Wardens sind eigentlich unsterblich. Wir haben ein Elixier in unserem Blut, was dafür sorgt, dass wir einfach unsterblich werden. Das ist das erste Geheimnis. Nun zeige ich dir das zweite Geheimnis auf Seite Nummer 2. Das lautet, die unsichtbare Wardenfestung. Tief in den Hohlen existiert eine unsichtbare Festung, die nur von den Wardens betreten werden kann. Auch das ist richtig. Wir haben in den Höhlen noch weitere Warden-Rüstungen bzw. Festungen. Wenn du mal eine von diesen geheimen Warden-Festungen sehen möchtest, lass es mich in den Kommentaren wissen. Wir machen weiter mit Geheimnis Nummer 3. Das verborgene Warden-Talisman. Die Wardens besitzen einen geheimen Talisman, der ihnen Fähigkeiten verleiht, zwischen Dimensionen zu reisen. Richtig, das habt ihr ja schon erkannt. Es gibt geheime Portale, mit denen wir in die Ober- und Unterwelt gelangen können. Aber das dürft ihr keinem sagen, aber das wisst ihr nun schon. Nun kommt Geheimnis Nummer 4 und Geheimnis Nummer 4 sagt, es gibt eine geheime Prophezeiung, die besagt, dass ein Ward mit außerwähnlichen Fähigkeiten geboren wird. Das ist richtig. Seit Hunderten von Jahren warten wir Warden nur darauf, dass ein neuer Warden geboren wird, der die krassesten Fähigkeiten hat. Vor 200 Jahren war es der Blood Warden. In den nächsten Jahren soll ein Diamant Warden geboren werden. Und dieser soll unglaubliche Fähigkeiten haben wie Fliegen, Unsterblichkeit, aber auch Gedanken lesen. Und nun kommen wir zu Geheimnis Nummer 5. Und Geheimnis Nummer 5 wirst du nicht glauben. Ich erzähle dir nun das 5. Geheimnis der Wardens. Die Wardens verfügen über spezielle Rüstungen, die mit magischen Kristallen durchdrungen sind. Ihr hört richtig. Mit diesen Rüstungen sind wir unsterblich. Daher kommt auch unsere Unsterblichkeit neben dem Elixier. Außerdem haben diese Rüstungen Fähigkeiten. Quasi, die sind benutzerdefiniert. Wenn ich möchte, dass ich zum Beispiel die Rüstung Unsterblichkeit habe und Rüstungsdurchsichtigkeit 500, dann erschalte ich keinen Schaden mehr. Wenn ich fliegen möchte, kann ich dadurch fliegen. Das waren die 5 Geheimnisse der Wardens. Diese musst du für dich behalten und darfst keinem erzählen. Ich hoffe, du behältst diese Geheimnisse für dich. Nun bist du einer von wenigen, der über diese Geheimnisse Bescheid weiß. Liebe Grüße, dein Warden. Und wenn du nur noch mehr erfahren möchtest, schau die Videos links und rechts an und abonniere den Kanal, wenn du mehr Geheimnisse oder allgemein Infos über uns Warden haben möchtest. Danke für dein Vertrauen, bis zum nächsten Video und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Mach's gut. Oh mein Gott, Freunde, ich bin gerade an diesem komischen Strand hier, ja, gestrandet und... Wartet mal, ich habe hier was von der Ferne gesehen. Hier sind zwei mysteriöse Villager und ich glaube, wir müssen die mal ansprechen. Ich glaube, die wollen was von uns. Wartet mal, hier steht Papa, hier steht Mama. Moment, was steht denn da? Hilfe, unser Baby wurde entführt, Freunde. Oh mein Gott, wir müssen denen unbedingt helfen. Warte mal, was hat Mama zu sagen? Du hast nur 10 Minuten Zeit, sonst stirbt er? Freunde, wollt ihr mit mir helfen, das kleine Baby zu retten? Ich hoffe schon, dann lasst gerne ein Like da und gibt sonst irgendwelche Info. Finde das geheime Labor. Hilf uns, bitte. Oh mein Gott, du hast nur 10 Minuten Zeit. Er wurde zum kleinsten Haus in Minecraft gebracht. Okay, Freunde, ich glaube, wir wissen, was zu tun ist. Wir müssen uns irgendwie schrumpfen und danach den Babyjungen finden. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit, Freunde, und machen uns direkt auf den Weg. Okay, Mama, Papa, ich werde euch helfen. Macht euch keine Sorgen, wir finden euer Baby zusammen mit der Community und wir machen uns direkt auf den Weg. Wir müssen bestimmt irgendwo in diese Richtung gehen. Ich habe noch keine Ahnung, wo das kleinste Haus in Minecraft ist, aber ich denke, mit euch an der Seite werden wir das auf jeden Fall hinbekommen. So, Freunde, ich bin jetzt einige Minuten hier rumgelaufen und hier ist ein dubioser... Ja, irgendwie, ich habe hier so eine Art Busch gefunden und ich glaube, da müssen wir erstmal reingehen. Ich glaube, das hat irgendwas damit auf sich, weil ohne Grund kann das hier nicht sein. Wartet mal. Dr. Rolfi.
Wer ist Dr. Rolfi, Freunde? Wir müssen mit ihm reden, aber die Tür ist versperrt. Wie kommen wir denn hier am besten rein? Das können wir alles nicht kaputt machen. Wir müssen irgendwie den Code eingeben. Vielleicht... Na, was könnte denn der Code sein? Habt ihr eine Idee? Ich bin ja immer der Fan von solchen einfachen Dingen. Also ich denke, es könnte vielleicht 1, 2, 3 sein. Okay, wir geben mal 1, 2, 3, 4 ein und... Wir sind drin! Wir sind drin bei Dr. Rolfi! Wartet mal ganz kurz, Freunde. Dr. Rolfi, kannst du uns irgendwie helfen? Wir müssen den kleinen Jungen retten, der ist im kleinsten Haus der Welt gefangen. Eine Schrumpfung kostet 64 Diamanten, Freunde. Wie soll ich denn jetzt 64 Diamanten herbekommen? Oh mein Gott. Dann wissen wir Bescheid. Okay, Freunde, hier kann man sich dann schrumpfen lassen, um in das kleinste Haus reinzukommen. Ich würde sagen, wir müssen jetzt irgendwie auf die Schnelle 64 Diamantos ja finden, sonst haben wir keine Chance, den kleinen Jungen zu retten, Freunde. Uns rennt die Zeit davon. Wir müssen uns wirklich beeilen, weil sonst stirbt der kleine Junge und wir konnten ihm nicht helfen. Okay, Dr. Rolfi, bleiben Sie bitte hier. Wir sind gleich wieder da. Machen Sie sich keine Panik. So, wieder raus. 1, 2, 3, 4. Aber wie bekomme ich denn jetzt Diamanten her? Wartet mal. Da hinten ist irgend so eine komische... Ja, was ist das? Irgendwas im Fels. Ich glaube, sollen wir uns das mal angucken? Ich denke, dass das nicht ohne Grund da sein wird. Moment, Freunde, wir gehen da einmal kurz hin. Oh Gott, Freunde, uns rennt die Zeit davon. Ich hoffe, ihr habt die Zeit im Blick. Es ist so spannend. Oh mein Gott, was ist das denn? Was sind das denn für Tiere hier? Geht weg von mir! Geht weg von mir! Das sind irgendwelche Pferde, Skelettreiter. Und die sind ja richtig OP. Einen haben wir gekillt. Den nächsten... Kommt, kommt, kommt. Ihr haltet mich nicht davon ab. Komm, jawohl. Den holen wir uns auch noch. Komm her. Nein, du triffst mich nicht. Ich ragge nicht. Ich muss ganz schnell was essen, Freunde. Komm, komm, komm. Den holen wir uns auch noch. Wobei im Wasser... Oh nee. Guck mal, wie schnell die sind unter Wasser, Freunde. Wir gehen ganz schnell weg. Oh mein Gott. Wo sind wir hier gelandet? In was für einer Minecraft-Welt? Hier ist ja alles verrückt. Schnell. Wir gehen mal am besten in diese Höhle rein und gucken, was es damit auf sich hat. Ob wir da irgendwas finden mit Diamantos. Moment. Aua. Geh weg. So, Freunde, den holen wir uns. Komm, komm, ja, den kriegen wir. Ein Hit. Komm, Freunde, wir müssen hier raus, den holen wir uns. Zack. Wir haben ihn. Komm, komm. Den nächsten holen wir uns auch noch schnell, Freunde. Wir müssen gleich in diese, oh mein Gott, in diese Höhle reingehen. Zack. Komm, wir haben ihn fast, wir haben ihn fast, wir haben ihn fast. Halbes Herz, ich habe ein halbes Herz, Freunde. Oh mein Gott, ich darf nicht sterben. Okay, Freunde, wir sind leider gestorben. Jetzt habe ich aber meine Sachen wieder. Das war so knapp, Mann. Aber naja, wo ist er? Der kriegst jetzt nochmal eine Rechnung. Hier habe ich eine Rechnung offen. Hier, nimm das. So, ich möchte endlich in dieses Häuschen reingehen, in diese Höhle. Freunde, wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen unbedingt den kleinen Jungen finden. Im kleinsten Haus in Minecraft. Und ihr habt es ja schon gesehen im Intro. Aber kommt, kommt, kommt. Wir gehen da jetzt rein und hoffen, dass wir jetzt endlich die Diamantos da drin finden. So, Freunde, wir essen noch schnell was. Und jetzt gehen wir rein und gucken, was das ist. Was ist denn das? Wartet mal. Wartet mal, hier brennt's. Hier ist Lava. Hier sind... Wartet mal. Ist hier irgendwas... Freunde, hier hinten sind böse Wither-Skelette und sie haben uns gesehen. Sie haben uns gesehen, Freunde. Oh mein Gott. Komm her, du Wither-Skelett. Dich hole ich. Komm. Ja, Freunde, den holen wir uns schon mal. Da müssen die Diamantos drin sein, sonst würden hier keine Wither-Skelette drauf aufpassen. Okay, dann legen wir da alles hier hin. Wir schauen mal. Was ist das? Kohle? Okay. Oh Gott, da kommen die nächsten, Freunde. Da kommen die nächsten Wither-Skelette. Wir müssen aufpassen. Schnell, schnell, schnell. Oh mein Gott, die kriegen wir aber auch. Bislang hat uns noch keins getötet. Oh mein Gott, ich sehe meine Herzen nicht mehr, Freunde. Ich sehe meine Herzen nicht mehr. Aber ich habe noch relativ viele. Er hat mich getroffen. Komm, nimm das. Geh weg von mir. Komm, komm, komm. Weil, Freunde, wir haben nicht mehr viel Herzen. Wir haben nur noch 4 HP. Wir haben noch 3 Herzen. Ich muss aufpassen. Aua, 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 aua. Oh mein Gott, ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. Okay, Freunde. 4,5 Herzen, das packen wir aber. Komm, nimm das. Du blödes Wither-Skelett. Wir müssen endlich rein. Hier, du gehst auch noch weg. Und dann müssen wir jetzt die Diamantos hier finden. Und das schaffen wir auch. Komm. Jawohl, Freunde. Okay. Oh nein, hier sind noch mehr. Hier sind noch mehr. Oh mein Gott, es muss echt... Hier müssen die... Oh Mann, Freunde, die sind echt richtig OP. Und wo ist mein Schwert? Mein Diamantschwert ist hier. Kommt, kommt, kommt. Freunde, aber jetzt, sie sind weg. Sie sind weg. Wir haben genug Zeit, um jetzt hier nach den Diamantos Ausschau zu halten. Wo sind die 64 Diamanten, die wir brauchen, um uns schrumpfen zu lassen? Hier nicht. Hier nicht. Okay, wartet mal, warte mal. Dieser eine Block hier, der sieht mir ziemlich verdächtig aus. Warum schwebt denn der einfach so in der Luft? Kann man den hier anklicken? Vielleicht ist hier ein geheimer Gang hinter einer Fackel oder sowas. Nee, hier ist nichts. Irgendwie hier vielleicht und...
Freunde, das war eine Secret, eine versteckte Chest hier, dieser Steinblock. Das heißt, wir haben jetzt die 64 Diamanten und können nun wieder zu Dr. Rolfi gehen und können uns schrumpfen lassen, dass wir das kleinste Haus in Minecraft betreten können, Freunde. Und das machen wir natürlich auch direkt. Wir wollen keine Zeit verlieren. Wir haben nicht mehr lange Zeit, um das kleine Junge bzw. den kleinen Villager zu retten, währenddessen uns hier immer wieder weitere Hindernisse gestellt werden. Und wir haben den Eisenhelm bekommen. Das ist schon mal sehr gut. So, wir gehen zu Dr. Rolfi rein. 1, 2, 3, 4. Öffnen die Tür. Hallo, Dr. Rolfi. Wir geben Ihnen einfach mal... Ach Gott, wo sollen wir denn das hinlegen? Die Diamantos. Ich habe die Diamantos. Ich weiß, dass die 64 Diamanten kostet. Das heißt, ich gebe sie Ihnen einfach mal hier rüber. Wir haben jetzt Dr. Rolfi die 64 Diamantos hier hingelegt. Und wenn wir uns jetzt auf diese Druckplatte stellen müssten, dann sollten wir ein Winzling werden. Wir probieren es aus in 3, 2, 1 und... Ja, Freunde, wir werden kleiner. Oh mein Gott, wie klein sind wir? Wir sind einfach gefühlt ein Pixel hoch. Und jetzt geht es darum, das kleinste Haus zu finden. Aber, Freunde, ich komme ja nicht mal hier den Weg hoch. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder raus. Danke, Dr. Rolfi, dass Sie mich zu einem Winzling gemacht haben. Und jetzt müssen wir das kleinste Haus in Minecraft eben suchen, Freunde. Und da sehen wir uns gleich wieder. Oh mein Gott, Freunde, ich bin jetzt ewig weit gelaufen. Und ich glaube, da hinten ist das kleinste Haus in Minecraft. Und wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen jetzt diesen kleinen Baby-Villager unbedingt retten, sonst haben wir die Mission nicht geschafft. Und aber ich habe hier hinten irgendwelche Wachen gerade gesehen. Wartet mal ganz kurz. Wir müssen aufpassen, wie wir hier hinlaufen. Oh Gott, Freunde, da seht ihr es. Da sind irgendwelche bösen Magier. Und da ist auch der Baby-Villager. Da ist der Baby-Villager. Und wir müssen irgendwie diese Magier hier beseitigen. Ich habe mir noch einen Bogen geholt daheim. Seht ihr es? Und oh mein Gott, Freunde. Da ist das Baby, der Baby-Villager. Und das sind diese bösen Wachen im kleinsten Haus in Minecraft. Und wir müssen ihn davor endlich retten. Wartet mal. Wie soll ich am besten vorgehen? Soll ich mit dem Bogen abschießen? Ja, Moment, Freunde. Ich schieße mit dem Bogen ab und... Nee, ich bin nicht gerade der beste Schütze. Auch nicht. Komm. Auch nicht getroffen, Freunde. Okay, wir müssen näher rangehen. Denn die sehen ziemlich OP aus, diese Magier. Oh Gott, ich muss mir auch noch meinen Helm aufziehen, dass ich mehr geschützt bin. So, komm. Nee, ich treffe die einfach nicht. Warum treffe ich die denn mit dem Bogen nicht? Komm, nimm das. Okay, Freunde, ich habe mich jetzt hier hochgebaut, weil auf dem Boden habe ich gar keine Chance gegen die. Denn die sind einfach viel zu stark. Aber wir müssen irgendwie den Baby-Villager retten. Wir haben nicht mehr lange Zeit. Und wir haben jetzt hier diesen High Ground. Und davon werden wir sie attackieren, Freunde. Schaut mal, komm. Nee, das klappt noch nicht. Wir müssen uns noch näher an sie ranbauen, Freunde. Und wir sind ja so langsam. Deswegen dauert das alles so ein bisschen länger. Moment mal. Sie haben uns noch nicht entdeckt von hier oben, weil gerade eben die Kämpfe... Ich bin noch ganz knapp weggekommen noch. Komm, nimm... Ach nee, wir müssen uns noch näher bauen. Beim Normalkampf, Freunde, habe ich absolut keine Chance gegen die. Okay, komm schon, Freunde, komm schon. Wir müssen uns beeilen. Der kleine Junge, da ist er. Baby steht auch oben drauf. Den müssen wir gleich irgendwie zu seiner Mama bringen. Aber ob das klappt, weiß ich nicht. Okay, Freunde, komm, komm, komm. Ich glaube, das sieht gut aus. Von hier oben müssen wir die jetzt eigentlich treffen können. Komm, nimm das. Nee, Freunde, es ist... Voll schwierig, wenn man so Kleines zu treffen. Hä? So? Warum treffe ich denn die nicht? Ich check's nicht. Der geht doch genau auf ihn drauf. Okay, Freunde, ich habe jetzt gerade extra noch meinen Bogen verzaubern lassen, dass wir schneller down gehen, weil sonst haben wir wirklich keine Chance, den Babyjungen zu retten. Und jetzt sollte es eigentlich schneller gehen. Ja, wir haben Flame drauf und Stärke. Und jetzt mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen, dass wir das nicht schaffen sollten. Komm, nimm das. Aber sie sind trotzdem so schwer zu treffen hier, diese Kleinen, ne? Komm, ja... Einen haben wir, den nächsten haben wir auch fast. Komm, nimm das. Komm, komm her. Ja, den ersten haben wir, Freunde. Den zweiten noch nicht. Der ist hier noch. Ja, den treffen wir auch. Wir sind echt richtig gute Sniper, Freunde. Komm. Noch nicht ganz. Jetzt aber, nee, die sind aber auch komisch zu treffen. Hier ist das Baby, wir müssen es retten. Wir haben keine Zeit mehr. Okay, Freunde, wir essen nochmal ganz kurz was. Und jetzt schießen wir mit dem Bogen auf die Kleinen und... Ja, das sieht doch gut aus. Den ersten haben wir, glaube ich. Und so, komm, nimm das. Okay, Freunde, ich glaube, wir müssen das Baby jetzt retten können. Wir müssen ganz schnell runter und ihn zu seiner Mutter bringen. Ich hoffe, wir schaffen das. Wir können uns noch das kleinste Haus gleich angucken. Oh, okay, Freunde, wir haben es geschafft. Wir konnten das Baby, glaube ich, retten. Da sind die ganzen Wachen, sind tot. Wir gucken mal rein. Freunde, im kleinsten Haus in Minecraft befindet sich einfach so ein kleines Bett. Hier sind Diamanten, hier ist Gold. Jetzt müssen wir den irgendwie nur dazu bringen, dass er ja mit uns mitkommt und wir ihn zu seiner Mutter bringen können. Ich glaube, das ist das Wichtigste und seinen Eltern. Aber wir haben den kleinen Jungen ja schon mal ein bisschen gerettet. Aber wir haben die Mission
noch nicht fertig. Wir müssen ihn noch zu seinen Eltern bringen. Wir haben noch 2 Minuten Zeit, Freunde. Sonst passiert irgendwas Schlimmes, weil er wurde verzaubert. Hey, mein Bester, du musst mir unbedingt folgen. Deine Eltern suchen dich schon die ganze Zeit. Wir müssen los. Du wirst gesucht. Du weißt nicht, was los ist, aber komm mit. Wie kommst du denn jetzt mit? Hier, ich muss dir Fleisch geben. Okay, und jetzt danke, dass du mich eingestellt hast für einen Tag. Okay, kommst du mit? Folgst du mir jetzt? Oder wie sieht's aus? Hey, Baby, komm hinterher. Wir müssen zu deinen Eltern. Okay, Freunde, ich glaube, das Baby folgt uns. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal im Hintergrund. Hey, Baby, komm hinterher. Du musst uns doch jetzt folgen. Deine Eltern suchen dich und du folgst uns nicht, oder? Doch, Freunde, er kommt hinterher. Okay, er braucht ein bisschen. Und jetzt bringen wir ihn zu seinen Eltern zurück. Ich hoffe, dass sie noch da sind und nicht Angst haben um ihn, weil sonst wäre es richtig böse. Und wir müssen auch noch zu Dr. Rolfi uns wieder groß machen später. Oh Gott, Freunde, wir haben einiges zu tun, aber er kommt doch. Er kommt hinterher, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen schnell zu den Eltern. Das ist richtig wichtig. Freunde, ihr glaubt nicht, wie lange ich jetzt hier schon gelaufen bin. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind bei den Eltern wieder angekommen, zumindest gleich. Und wo ist das Baby? Da ist das Baby, Freunde. Aber es macht, was es will. Es folgt uns nicht. Aber jetzt sind wir gleich da. Dann haben wir die Mission geschafft. Oh mein Gott, hier, das muss noch weg aus dem Inventar. Was ist denn das? Gras, warum habe ich denn das? Okay, Freunde, nicht runterfallen hier, sonst bekommen wir Ultra-Fall-Damage. Oh mein Gott, ist es noch hinter uns? Baby, wo bist du? Da bist du. Oh mein Gott, Freunde, wir konnten endlich das Baby zu Mama und Papa zurückbringen. Oh mein Gott, das war ein krankes Abenteuer. Ich muss jetzt irgendwie wieder groß werden, aber ja. Sie sind wieder vereint, Freunde. Seht ihr es? Baby, Mama, Papa. Aber wie werde ich denn jetzt wieder groß? Was passiert mit mir? Ich bin wieder groß geworden. Ich glaube, wenn ich sie zurückgebracht habe, dann werde ich wieder groß. Ich glaube, wir haben die Mission erfolgreich erfüllt, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt ein Like da, ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Dankeschön fürs Einschauen. Macht's gut und bis bald.